Mit der Spastik ist es so eine Sache. Wieso? Dagegen kann man nicht so viel machen. Aber es gibt ein paar Medikamente dagegen. Aber die sind auf Dauer nicht so ratsam. Man kann es machen, aber ja, es schädigt einfach den Körper auf Dauer. Du hast ein Jahr lang Baclofen genommen. Also es hat dir geholfen. Okay, aber du wolltest noch mehr lockerer werden. Okay. Okay, der Arzt hat dann gesagt, man kann das Baclofen erhöhen. Aber du wolltest nicht. Du hast von Cannabidiol gehört? Du hast es einmal ausprobiert? Das war echt gut. Das hat dich viel lockerer gemacht als Baclofen. Seitdem nimmst du CBD. In was für einer Form nimmst du das? Also es gibt es als Öl. Als Kapseln. Als Zäpfchen. Und du nimmst jetzt seit einem Jahr am Tag 2x 10 Milligramm Kapseln. Und das reicht dir auch. Ja. Okay. Du kannst echt besser am Rechner arbeiten als davor mit Baclofen. Okay. Und merkst du das auch in anderen alltäglichen Situationen, dass du damit besser zurechtkommst? Ja. Lockerer, also allgemein dann. Ja. Okay. Und hast du auch noch eine andere Form davon ausprobiert? Ja. Du hast dir die Tage Zäpfchen besorgt? Okay, die haben also pro Stück 50 Milligramm. Ja, also auf jeden Fall mehr als die Kapseln. Und was ist, wie ist deine Erfahrung damit? Also die ersten 3 Tage, die waren jetzt nicht so gut, aber dann ab dem 4. Tag hast du eigentlich was gemerkt, da war es gut und da hat sich dein Körper, oder hat er es dann angenommen sozusagen, in der Zäpfchenform, okay? Ja. Und du hast eigentlich auch am Anfang gedacht, es wirkt gleich, weil dein Körper es ja eigentlich schon kennt.
Und jetzt aber bist du mit der Wirkung, wie es sich dann seit dem vierten Tag gezeigt hat, zufrieden. Ja, okay. Wie ist es da im Vergleich zu den Kapseln? Ja, da bist du um einiges locker. Ja, aber auf Dauer ist sie dann zu teuer. Also die Zäpfchen. Aber das CBD musst du dir selber kaufen? Ja. Also das übernimmt die Krankenkasse nicht? Okay. Ah, okay. Fürs Arbeiten am Rechner ist, also sind die Zäpfchen mehr als ausreichend. Ja. Von der Lockerheit ja. Dann. Okay. Du kommst ja echt gut klar. Besser als mit den Kapseln. Okay. Ja, also du arbeitest auch viel ruhiger daran dann.